Living Room in London gastieren auf ihrer Tour durch Großbritannien, Deutschland und Österreich im niederösterreichischen Zwettl. Es ist Dienstagabend und der Kulturkeller Sürnau ist randvoll. Manu de Lago am Hang und Pepe Auer am Saxophon stammen aus Österreich. Ihr erstes gemeinsames Konzert war in einem Wohnzimmer, daher der Name Living Room. Als Quintett mit den Violinisten Ellie Feck und Tom Norris vom London Symphony Orchestra und Cellisten Greg Riddle vom Solstice String Quartet nennen sie sich Living Room in London. Trotz internationaler Erfolge auf großen Bühnen mögen sie es auch kuschelig. Ich persönlich mag einfach gerne die Abwechslung von groß und klein. Es klingt anders und dieses intime, kleine Konzert, das hat irgendwie einen besonderen Klang. Meistens man hört einfach die Instrumente näher und besser und das hat genauso einen Reiz wie große Konzerte, wo ein riesen Publikum ist. Also uns taugt alles, solange die Leute irgendwie zuhören. Durch ihre Neuinterpretationen von Klassik bis Jazz und Eigenkompositionen jedes einzelnen Ensemblemitglieds ist das Konzert von Living Room in London ein vielschichtiges Hörerlebnis. Interessant, dass so abwechslungsreich ist, manchmal ganz konventionelle Elemente und dann wieder ganz freakig, dass ich schauen muss und horchen muss, ob da überhaupt noch Musik dahinter ist und nicht nur Geräusch. Wunderbar, es ist ein ganz interessanter Klang, vor allen Dingen, er tut sehr wohl und geht ganz tief rein. Ja. Das Hanginstrument hatte ich vorher noch nicht gekannt, aber es klingt ähnlich wie Steel Drums und ich finde das interessant dazu. Die Streichinstrumente, das ist wirklich wunderbar. Ja, es ist mir was anderes, ja. Es ist experimentell, ein bisschen, vor allem ein bisschen was, ja, ganz angenehm. Und ja, einfach was anderes. Hat es vorauszusehen, dass das so ein toller Erfolg wird? Vorauszusehen war es insofern nicht, weil wir zum ersten Mal eine Veranstaltung an einem Wochentag machen, an einem Dienstag. Und das ist für uns natürlich eine neue Erfahrung. Bekommen wir genug Leute am Dienstag, am Abend in die Sonau oder nicht? Und insofern ist es umso erfreulicher, dass es heute ausverkauft ist. Der Verein Sürnau Kulturimpuls Zwettl ergänzt erst seit August 2010 das regionale Kulturprogramm im Waldviertel. Der Erfolg des Zwettler Konzerts von Living Room in London zeigt einmal mehr, dass musikalische Vielfalt und nicht alltägliche Formationen eine Lücke im regionalen Kulturangebot schließen.